Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Oh mein Gott, GTA San Andreas. Wer den letzten Part gesehen hat, der weiß, dass wir jetzt eine absolute Killermaschine sind. Mit maximalen Muskeln, okay, das haben wir schon mal gesehen. Und leider nicht maximaler Kondition, weil darauf hatte ich echt keinen Bock mehr, aber maximale Muskeln. Und wir haben eine neue Kampftechnik erlernt, die uns sehr viel helfen wird, vor allem in dieser Mission und in zukünftigen sicherlich auch. Wisst ihr, die stärkste Waffe des Menschen ist nicht deine Faust, okay? Aber die verlässlichste Waffe. Und Leute, ich würde sagen, mit unseren Fäusten können wir inzwischen relativ gut umgehen, okay? Wir hätten auch eine Kampftechnik lernen können drüben in Los Santos, aber die ist scheiße. Das ist so, da lernen wir von einem Boxer so einen Box-Rush-Angriff. Und der ist halt einfach komplett beschissen. Weil an sich willst du ja, also ich würde jedenfalls eher den Gegner auf den Boden befördern, anstatt den Gegner über längere Zeit Schaden zu machen, weil wir unsere Kampftechniken vor allem auch in Fluchtsituationen gut nutzen können. Und so ist, so wenn ich den Gegner einfach töten will, dann nehme ich eine Waffe. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, es ist ein bisschen dumm. Ja, ich weiß schon. Folgen wir dem lächerlichen Parkboy-Jungen. Diesmal ohne irgendeinen Stress zu machen, ja? Wir gehen einfach ganz entspannt hin, fahren da rein und haben eine gute Zeit, verdammt. Oh mein Gott, Leute, lauft doch. Ja, bei dem Parkboy auch zu dumm. Okay, Parkboy ist in der Parkanlage. Schalt ihn aus, bevor er sie verlässt. Das kriegen wir sicherlich hin. Habe ich eine Nahkampfwaffe? Nein. Okay, wir wollen das leise machen, damit die Bullen das nicht merken. Du Arschloch. Lay down, Punk! Bam! Bam! Wow, der fliegt halt überhaupt nicht auf die Schnauze. Okay, und die Parkuniform nehmen. Mann, sehen wir nicht süß aus? Dieser Boy. Geh zum Carport des Parkservice und warte mit den anderen Parkboys. Das liegt nach einer sehr, sehr guten Idee. Oh mein Gott. Ich habe mir gar keinen Timer gestellt. Ich richtig kluger Junge. Ich muss mal gleich schauen. Ah, wir lunzen einmal hier. Hi Jungs, was geht? Ich war schon davor, schwarz. Bitte lass mich da nicht sein reden. Okay, statt so mit einem blauen Merit, merk ihn dir. Aha. Ach, da hat kein anderer Parkboy diesen Wagen übernimmt. Okay. I can do that. Das ist also sein Wagen. Den soll ich mir schnappen. Okay, das ist mehr so ein Aquamarin, aber es ist okay. Ist okay. Dann stehen wir jetzt hier am Weichen mit unseren Boys. Ich finde, wir passen sehr gut hier rein. Komm, lass uns doch mal ein kleines Gruppenfoto machen. Hey, Zwillinge, wie süß. So, lecker, schmecker. Warte mal, ist das nicht schon der Wagen? Nein, ist nicht. Das war ein anderer Wagen. Ihr guckt, wie dreckig der ist. Als ob der scheiß Staatsanwalt damit fährt, ja? Unglaublich. Sie haben einen sehr dreckigen Wagen, Sir. Was? Was war das denn für ein komischer Soundbug? Ja, okay. Wir chillen einfach mal. Guckt euch den Typen an. Er weiß wirklich nicht, was los ist. Denke ich so, oh shit. Ich sollte mal vielleicht da lang gehen. Oh fuck, oder doch nicht? Ich weiß nicht. Was geschieht mit ihr? Good to see you. Oh mein Gott. Einfach mal die Leute beobachten hier. Da ist ein Bulle. Guckt euch den auf den Scheiß an. Bitte lächeln für die Drogenpolizei. Oh. Ja, schön für mich. Dann gehe ich da mal hin, ne? Alter, der Bulle rastet ja voll aus. Richtiger Freak, ey. Willst du meinen Schätzen, wir fahren zur Garage, wo du Drogen platzieren kannst. Das liegt nach einer sehr weisen Entscheidung. Das machen wir jetzt. Wieso machen wir das nochmal? Achso, für die behinderten Crashbullen. Was für eine dumme Scheiße. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Verpiss dich doch mal, du Haufen Scheiße. Ich sehe schon, wir werden das Ding nochmal reparieren müssen anscheinend. Ja, ist auch egal. Kann ich ja auch irgendwo gegenballern. Ganz chillig. Oh, wir haben gar nicht mal so viel Zeit dafür. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen. Oh, Vorsicht, die Polizei. Ich habe das Gefühl, hier ist einfach mehr Kriminalität als in Los Santos. Heilige Scheiße. Yeah. Sick reingeballert. Die Drogen wurden platziert. Das ist immer ein Text, den ich sehr gerne lese. Der Wagen darf keinen Kratzer bekommen. Ab jetzt, okay. Wir haben in der Garage anscheinend wieder aufgepimpt. Deshalb ist alles cool.
Wir fahren mal ganz chillig dorthin. Ohne dass irgendein Bullshit passiert. Wir haben noch eine ganze Minute Zeit. Das reicht locker easy. Okay. Wir chillen erstmal und fahren hier rüber. Habe ich mich jetzt gerade zu entschlossen. Und dann hier rein. Genau. Lecker Schmecker. Immer schön gucken, ob da nicht gerade jemand kommt, der richtig zurückgeblieben ist. Anscheinend. Aber wenn eine ziemlich gute Sache vor uns. So, dann können wir hier lang gehen. Easy peasy. Kein Kratzer in dem ranzigen Wagen. So locker dieses Spiel. So. Der Parkboy kommt, um den Wagen des Staatsanwalts zurückzubringen. Begib dich raus zum Carport, zum Parkservice und ruf die Cops an. Ja, das werde ich auf jeden Fall sehr gerne tun. Aber mein guter Freund, würde das dir da nichts einreden. Ich habe nichts mit diesem Wagen gemacht. Er ist nicht gerade erst hier reingefahren oder so. Nein, nein. Das hast du dir nur eingebildet, mein Sonnenlicht. Hi. Es ist ein schönes Wetter, um hier draußen zu stehen. Hallo, das ist WeTip. Ich habe einige highly suspicious, you should come check out. Put your hands in the air! You know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron! Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy! Oh! Richtig gerackt! Mission erfüllt. Hier können wir als Parkboy arbeiten. Ich glaube, das ist etwas, was wir auf keinen Fall tun möchten. Begib mich zur markierten Zone, mein Carport und Park so. Ja, ist mir egal. Das ist das Langweiligste, was in diesem Spiel funktioniert. Und wir können uns jetzt eine Parkmensch-Service-Uniform anziehen. Wann immer wir das wollen. Aber ich finde unseren jetzigen Style eigentlich ein bisschen geiler. Deswegen bleiben wir mal dabei. Übrigens, nach diesem harten Babbo-Training, das wir durchgezogen haben im letzten Part, habe ich nochmal mir ein bisschen Fett angefressen, denn es ist so in San Andreas, wenn du kein Fett hast und Fett verlieren solltest, wegen bestimmten Sachen, die du tust, dann verlierst du Muskeln. Und das ist halt echt scheiße. Deswegen habe ich uns noch ein bisschen Fett angefressen, damit wir da einen Puffer haben und nicht direkt Muskeln verlieren, wenn irgendeine Scheiße passiert. Und ja, ich glaube, das scheint eine gute Idee gewesen zu sein. Ich weiß. Danke für den Applaus, Leute. Ich weiß. Oh Gott. Wir speichern hier einmal. Ich habe auch immer ein bisschen gesaved, einfach aus dem Grund, damit wir halt eine kleine Übersicht haben, okay? Damit wir die Zeit weiter skippen können. Hey, Homies. What up, Carl? What the fuck is going on? You. What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little respect, huh? That's right. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Verjage die Baufirma. Baufirmen sind die schlimmsten. Zerstöre alle Baucontainer und erledige den Vorarbeiter. Oh Gott, wir raggen einfach alle kaputt, ey. Mit Baufahrzeugen kannst du die Baucontainer besser zerstören. Okay, ich würde sagen, wir gehen da jetzt hin und bumsen die alle auseinander. Ich kenne da nix. Null Chill für diesen Jungen hier. Guckt ihn euch an, den kleinen Loser. Wir nehmen uns aber mal die Schaufel mit. So, erstmal dieser Loser hier mal ein bisschen aus dem Weg räumen. Maschinenpistolen-Skill verbessert. Hey, gutes Leben. Ihr wisst ja, was man sagt. Komm nicht mit einem... komm, wir wollen hier mal hier gegenballern. Das ist eine gute Idee. Komm nicht mit einem... mit einem Messer zu einer Prügelerei. Aber kommt mit einer Knarre. Das ist viel besser. Noch 4 Baucontainer. Brenn ich? Oh Gott, ich gehe hier mal weg. Ich will nicht verbrennen. Ja, komm, der Junge hat doch nichts drauf. Tschüss. 3 Schläge und der ist tot. Oh, wir haben doch nicht gebrannt. Okay. Oder doch? Nee, ist alles chillig. Das Ding hat nicht mal ein Radio. Ja, wie traurig ist das eigentlich? Komm, der kleine Bulle wird hier eh nichts machen können für uns.
noch 3 Baucontainer zu zerstören. Easy peasy. Warum arbeiten die überhaupt um 22 Uhr? Sind die dumm? Wichser. Sehr schön, noch ein Baucontainer. Der hat ja sogar eine Knarre, der Loser. Oh. Ich schätze, das Ding konnte nicht so oft explodieren, wie ich das gerne hätte. Hm. Ich muss zugeben, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Okay, ich könnte jetzt natürlich so langsam das Spiel laden, aber nein, Leute, Tode gehören einfach zum Leben dazu, okay? Wir gehen uns jetzt erstmal eine neue Waffe holen, machen das nochmal neu. Ist ein bisschen schade wegen dem Raketenwerfer, ja, gebe ich zu. Aber was soll's, Leute? Es gibt einfach ein paar Sachen, da kann man nur drüber lachen und das Beste draus machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ballern wir jetzt einfach zum Waffenladen, holen uns die verdammte Knarre und regeln das, wie man das in der Grove Street hätte regeln können oder so. Genau. Ich muss aber schauen, unser Geld ist langsam ein bisschen knapp, deswegen wir müssen vielleicht mal in nächster Zeit ein bisschen arbeiten irgendwo. Irgendwas machen, keine Ahnung. Es gibt einen coolen, eine coole Nebenmission in Los Santos, vielleicht gehe ich da mal hin und zeige euch die. Wobei man gut Geld machen kann. Wir schauen uns das einfach mal an, ne? Würde ich sagen. So, wir nehmen uns mal das Ding hier. Take it, hold it. Love it. Alles klar. Dann geben wir uns noch ein bisschen was von der Tech 9. Die reicht vollkommen aus. So ein Haufen Scheiße. Und das reicht mir auch schon, Leute. Mehr brauchen wir gar nicht. The Revolution is coming. Leute, die Revolution. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr da so gängig seid, aber seid ihr bereit dafür? Seid ihr bereit für die Revolution, Leute? Denn heute gehen wir los und werden diesen ekligen, dreckigen Bauarbeiterleuten beibringen, wie man mit Frauen umzugehen hat, würde ich sagen. Und wie bringen wir es ihr bei? Indem wir sie motherfucking umbringen, natürlich. Denn davon lernen sie viel. Oh mein Gott, seht ihr die Scheiße, die ich sehe? Wait a minute. Alright. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Gut, wir speichern nochmal. Wir speichern nochmal. Das scheint eine sehr gute Entscheidung zu sein. Ich würde aber gerne das Ding mal hier parken, weil ein Motorrad ist schon richtig cool, ne? Ich meine, das könnte uns noch sehr nützlich sein. Wohl speichern war? Nein, tun wir nicht wieder. Wir rennen jetzt einfach rein. Ja, ich weiß. Mach die Baufirma kaputt. Ja, Mama, ich weiß. Fixer. Einfach loslegen, Mann. Ich frage mich, ob überhaupt die Bullen kommen, wenn ich hier einfach nur ganz chillig rumhänge. Hallo, mein Freund. Oh, das ist eine gute Zeit. Oh, ich habe ja ein Zeitlimit, das sehe ich ja erst jetzt. Okay, lass das mal ein bisschen schneller machen, ja? Lass das mal ein bisschen schneller machen. So, Nummer 1. Hä, wieso bin ich jetzt auf die Schnauze geflogen? Jungs, ich will euch ja nicht zu nahe kommen, okay? Ah, geht mir nicht... Oh mein Gott, das Ding steht einfach noch. Ja, ist alles voll dumm. Wir nehmen einfach das Ding hier. Okay, wir werden hier erstmal ein bisschen aufräumen müssen, fürchte ich. Ihr blöden Wichser. Was habt ihr davon, wenn ihr versucht, nicht zu sterben? Arschlöcher. So, jetzt ohne die Bullen im Nacken. Scheint es auch etwas entspannter zu sein. Ich merke erst jetzt, dass wir ein Time Limit haben, Alter. Richtig heavy. So, zack. Ich frage mich, ob diese Dinger wirklich so easy kaputt gehen. Ich glaube irgendwie nicht so dran, aber ist schön, dass sowas passiert. Ja, komm, baller doch selbst dagegen. Oh, komm. Oh mein Gott, ist das ätzend. Junge, das ist nicht... Fixer. Vielleicht sollte ich ihn einfach mal umbringen. Auf der anderen Seite haben wir es gleich. So, da ist doch so ein kleiner süßer Fratz. Und dann ist doch auch gut. Oh mein Gott, bitte töte es. Als ob! Jetzt tu es! Ja, danke. Das ist jetzt sehr gemein. Damn Clatter! Bester Vorarbeiter. Schiebt die mobile Toilette in die Grube. Das ist der schlimmste Tod, den man sich hätte vorstellen können.
dann schütte sie mit Zement zu. Oh, oh. Oh, gut, dass wir noch existieren. Das erfreut mein Herz ein bisschen. Es ist ganz schön mies, ey. Aber wir haben kein Zeitlimit mehr. Okay, chillig. Oh mein Gott, ich hasse dieses Ding. Können wir bitte... Gott, verdammt. Junge, du ballerst mich jetzt hier nicht an von der Seite, du Haufen Scheiße. Okay. Wir machen mal sowas. Oh Gott! Der arme Junge. Es tut mir fast ein bisschen leid. Das kann ich verstehen, mein Freund. Das kann ich sehr gut verstehen. Könnt ihr bitte aufhören, so scheiße zu sein und versucht, mich aufzuhalten? Ich mache hier Gottes Arbeit, könnte man meinen, okay? So wirklich, ey. Was für eklige Typen, Alter. So, immerhin haben wir jetzt eine normale Knarre. Das ist auch ganz brauchbar, schätze ich. Geh doch auf den Scheiße. Das kriegst du dafür, wenn du ein Arschloch bist. Nicht so wie ich, der super freundlich und nett ist. Oh Gott. Oh, es tut mir so leid. Das ist der schlimmste Tod, den man haben kann, glaube ich, ey. Oh, die geile Mucke dazu, ey. So, let's go. Der arme Junge. Das wünsche ich so niemanden, ey. Oh Gott. Mit der ganzen Scheiße, ey. Oh Mann. Ja, ich wette, sie werden Kendall jetzt nicht mehr abfangen, ey. Ist das behindert, Alter. Okay, gut, dass wir das erledigt haben. Ich würde sagen, wir speichern das einmal ab. Das war sehr, sehr gloriös. Gloriös, ja, das ist ein Wort. Oh, was geht? Yeah, what? Yo, man, it's Jethro, dude. Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there, dude, when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Was für ein Haufen Scheiße. Ja, wir könnten in... Oh, shit, Alter. Wir könnten in die Fahrschule gehen, wenn wir das möchten. Und dann unseren Fahrskill verbessern. Das ist ganz brauchbar, wenn wir halt später in Rennen noch mitmachen möchten. Aber das juckt uns jetzt erstmal weniger. CJ. You got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit. We gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection. And I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Holmes. These boys are hanging around. I come to reach you, mein Junge. Okay, let's go. GTFO, ihr Bitches. Oh Gott. Okay, wir fahren mal eben zu Caesar. Vielleicht können wir einen kleinen Ballers Crack Deal verhindern. Das wäre natürlich ziemlich edel und awesome, ja. Und wir würden das Crack bestimmt nicht einfach selber konsumieren. Ach, scheiße. Nein, nein. Lass dich da bitte nichts einreden, Leute. Lass dich da bitte nichts einreden. Das würde niemals jemand tun, okay? Auf keinen Fall. Gut, aber wo zum Fick muss ich überhaupt hin, Junge? Nach Los Santos? So, for real? Nee, erstmal hier irgendwo hin. Ja, okay. Fahr raus aus der Stadt. Es wird eine entspannte kleine Fahrt. Ich schätze, das ist genau die richtige Begebenheit, um euch eine kleine Geschichte zu erzählen. Verehrte Damen und Herren! Okay. Also, ich zocke ja in letzter Zeit so ein bisschen Persona 4. Das ist ziemlich cool. Und ich muss sagen, Persona 4, wenn man Persona 5 gezockt hat, ist es natürlich, es kommt nicht so sehr an die krassen Erwartungen ran, die man hat, wenn man Persona 5 gespielt hat. Ne, ist klar. In Persona 5 haben sie einiges besser gemacht. Sie haben einige Kritikpunkte des vierten Teils sich wohl zu Herzen genommen, diese verbessert. Das fand ich echt geil. Aber Persona 4 ist trotzdem ein ziemlich cooles Spiel. Die Story ist sehr interessant, die Charaktere sind cool.
Und auch ziemlich interessant, wenn man sich die verschiedenen Storystränge ansieht. Wir haben wieder dieses Social-Link-System. Ich weiß, das ist echt heftig. Jetzt die Leute, die so gar kein Persona gesagt haben, denken sich so, what? Holy shit, was labert der Knecht so? Aber ja, spielt mal Persona, es ist ziemlich cool, wenn ihr auf JRPGs steht. Aber Persona braucht natürlich auch ziemlich viel Zeit, so ein bisschen. Also, wenn man Persona 5 ganz normal durchspielt, dann kann das durchaus 100 Stunden dauern, nur für die Story normal. Wenn man sich Zeit lässt und so ein bisschen das Spiel nicht wegrusht. Also ja, würde ich Persona 5 empfehlen. Wirklich nur, wenn man hart Bock auf JRPGs hat, sonst eigentlich eher nicht. Ah ja, aber vielleicht rede ich jetzt erstmal über ein Topic, wo auch jeder relaten kann, Leute, okay? Ein Topic, wo jeder relaten kann, lass dich mal überlegen. Wir gucken erstmal auf die Karte, ah, ich muss einfach hier rüber, okay. Okay. Ein Topic, wo jeder relaten kann, ja, Internet, Leute, Internet. Vor kurzem, also gestern, wollte ich ein bisschen Classic Corinus spielen, also ein Online-Spiel zocken. Und das Internet ist einfach voll abgekackt. Das hat mich voll geärgert, ey. Fuck, ich glaube, ich bin zu weit. Ich bin wie immer zu weit gegangen. Unangenehm. Ja, auf jeden Fall hat mich das ziemlich geärgert. Vor allem auch ein bisschen verwirrt, weil normalerweise habe ich wirklich kein Problem mit dem Internet hier. Es geht alles ziemlich super. Und gestern war halt so eine Ausnahme und ich dachte mir so, oh shit. Ich hoffe, am nächsten Tag ist das wieder in Ordnung, weil ich habe den Router natürlich neu gestartet, ne? Die Kabel überprüft, war alles in Ordnung. Und ja, ich war ein bisschen erschrocken, ja? Hätte das heute nicht funktioniert, hätte ich ein bisschen geweint. Fuck, Motorrad-Skill ab, direkt auf die Schnauze fliegen, das ist mein Leben. Deswegen, ich bin froh, dass das jetzt wieder geklappt hat. Unity Media ballert einfach, Leute. Eigentlich. Hatte ich eigentlich noch nie Probleme. Ja, okay, ich hopp in, Junge. Na, erzähl mal, Caesar, was geht ab? Okay. Übrigens, ich habe ein bisschen Breaking Bad geguckt, wenn wir schon über Drogen sprechen. Ja, Leute, Internet gleich Droge. Nein, aber jetzt geht es ja in der Mission um Drogen, deswegen. 1er Überleitung, ich weiß. Auf jeden Fall. Oh, scheiße. Ja, Breaking Bad ist eine interessante Serie. Sie ist nicht das, was ich so erwartet habe, um ehrlich zu sein. Sondern die ist viel mehr mit diesen zwischenmenschlichen Dramen teilweise. Und ich weiß noch nicht. Ich finde es schon cool. Ja, die Serie selber ist schon ganz cool. Aber... Fuck, Caesar. Oh, ich will eigentlich nicht in die Luft fliegen. Das wäre ein bisschen uncool. Okay, Caesar, Plan B. Wir brauchen ein anderes Auto. Jetzt komm her. Steig ins Auto. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Oh, als ob die Mission fehlgeschlagen ist. Wir hätten mit jedem Auto fahren können, Junge. Ach, scheiße, ey. Das ist ein bisschen unangenehm, muss ich zugeben. Das ist ein bisschen unangenehm, tatsächlich. Okay. Okay, aber das macht nichts. Auf jeden Fall, Breaking Bad. Ist eine interessante Serie. Wenn ihr mal da drankommt, dann guckt sie euch mal an. Es ist irgendwie so... Ich weiß nicht. Ich finde, das ist sehr schwer zu beschreiben, diese Serie. Es ist nämlich mehr so ein bisschen... Mehr diese Dramen und oh Gott, das passiert alles so viel Schlimmes und so. Und die Serie hat auch so einen eigenen Humor hier und dort, den man durchaus durchblicken lässt. Wo man auch echt entspannt ist, wenn dieser Humor dann zur Geltung kommt. Einfach aus dem Grund, weil gerade keine Scheiße abgeht. Aber sonst in jeder Folge passiert sonst irgendeine kranke Scheiße, ey. Und na gut, in fast jeder würde ich sogar sagen. Aber ist auf jeden Fall echt extrem. Wie diese Serie es schafft, immer bei einer neuen Folge eine interessante Wendung in der Geschichte zu lassen, die... Oh, die Sanchez nehmen wir uns mit. Die dann halt auch, gar nicht so, wie soll ich sagen, erwartet kommt, ja. Aber ist echt cool. Auch die Charaktere finde ich bis jetzt sehr interessant. Richtigen Favoriten, habe ich den richtigen Favoriten unter den Charakteren? Ne, ich glaube eigentlich nicht. Oh, scheiße. Natürlich, Walter ist schon ziemlich cooler Boy. Ja.
Aber, ich weiß nicht, es gibt natürlich auch Momente, wo ich sagen würde, Mann, Walter ist ein ganz schöner auf den Scheißen. Aber ich will euch gar nicht spoilern hier, ja? Ich will euch hier gar nicht spoilern. Ja. Sonst habe ich echt keinen Favoriten. Ich finde die alle irgendwie gleich cool. Nicht alle scheiße und nicht alle gut. Ich weiß nicht. Es bildet sich so ein interessanter Strang momentan. In der ich bin, glaube ich, gerade bei der Mitte von Season 2 oder so. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das noch so abgehen wird. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gucke heute ein bisschen Breaking Bad. Das klingt da einer sehr weisen Entscheidung, wenn ihr mich fragt. Fire! Achso, nein. Er singt gar nicht Fire, aber ich denke mal, er singt Fire. Es ist so peinlich. Okay. Okay, alle Peinlichkeiten zur Seite. Ja, sonst habe ich mir Agresuko reingeguckt, Leute. Agresuko ist ziemlich cool. Wenn ihr mal dazu kommt, dann schaut es euch an. Es ist eine kleine, süße Geschichte über das Leben. Hat 10 Folgen, ich glaube 15, 20 Minuten so. Und es ist wirklich süß. Aber lasst euch nicht von den kindlichen Äußeren eintäuschen. Agresuko hat definitiv einiges an sehr erwachsenen Themen, möchte ich meinen. Und eigentlich geht es ein bisschen darum, wie das Leben eines jungen Erwachsenen so ist, ja? Mit Arbeit und so und mit sozialen Kontakten, Interaktionen und sowas, das ganze Zeug halt. Ja, es ist an sich ganz interessant und ganz cool. Wenn ihr es euch noch nicht angeguckt habt, dann... Oh ja, cool. Bitte, ich würde gerne die Fahrt überspringen. Später am gleichen Tag. Sehr schön. Ich wollte eigentlich ein bisschen mit der Sanchez fahren, weil die echt Bock macht zu fahren, aber ist egal. Ist okay. Hoppin, Holmes! So, ich hoffe, diesmal töte ich uns nicht. Aber es wäre ganz gut, wenn wir überleben, glaube ich. Ja, ja, ich follow meine Rot, mein Junge. Upsi-Daisy. Okay, ich sollte vielleicht mich ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Das wäre vielleicht gar nicht mal so uncool von mir. Ah ja, wenn ihr ein bisschen auf Slice of Life steht, ja, ein bisschen was vom Leben sehen möchtet, dann guckt euch Agresuko an. Ich bin nicht sicher, ob das unter Anime oder Cartoon zählt, aber ist auf jeden Fall eine interessante kleine Geschichte. Ja, muss ich schon sagen. Habt ihr denn vielleicht etwas in den Kommentaren, wo ihr sagen würdet, oh shit, Kloboy, du magst Breaking Bad und Agresuko, da habe ich genau das Richtige für dich. Scheut es euch nicht in die Kommentare zu schreiben. Es würde mich schon interessieren, wenn ihr da vielleicht irgendwas habt, was mir gefallen würde. Ich mag ja durchaus diese Slice and Life Dinger manchmal hier und dort. So ein paar kleine süße Geschichten über das Leben, die kann man sich definitiv mal geben. Oh shit, das hat sich gereimt. Köstlich. Ja, ich weiß nicht. Oft ist es natürlich so, dass die Leute mehr Bock haben auf Action, auf diese, ich glaube, Shogun-Animes, heißt das so? Sowas wie One Piece, Bleach und so. Aber ich muss zugeben, das ist so die ersten paar Folgen. Nein, nicht schon wieder. Bitte nicht. Tu mir das nicht an. Jesus! Danke. Gelobt sei Jesus, unser Boy oder so. Oh Gott. Auf einmal wird das zur Religion hier. Nein, ich bin nicht wirklich gläubig. Oh Scheiße, jetzt kommt gleich ein bisschen. Streckt mich down. Nein. Alles chillig. Oh Gott, auf jeden Fall. Fuck, was würde ich sagen? Ja, diese actionbasierenden Animes, die sind halt hin und wieder ganz nett. Kann man sich mal geben, ist okay. Aber auf lange Zeit finde ich das irgendwie echt lahm. Ich weiß nicht, es hat irgendwie so... Die werden dann immer stärker und so und die... Da werden immer krassere Charaktere gezeigt, die noch mehr Power haben und so. Aber ich weiß nicht. Wenn alles, was den Charakter interessant macht, nur seine Stärke ist... Ist er halt wirklich lahm, wenn ihr wisst, was ich meine. Natürlich gibt es natürlich auch krasse Charaktere mit einer heftigen Hintergrundstory und so. Und oh shit, es ist voll der krasse Banger, weil in seiner Kindheit ist krasses Zeug passiert oder so. Ich weiß, ja, ja, sowas gibt's auch, aber ich weiß nicht. Mir einfach stumpf irgendwelche krassen Kämpfe anzusehen, ist hin und wieder ganz nett. Aber ich könnte das jetzt nicht über, keine Ahnung, 200 Folgen machen oder was auch immer.
Oder 100 Folgen. Das wäre auch schon zu krass. Ja. Ich habe ja Bleach tatsächlich ein bisschen gesehen. Aber nur die erste Staffel, glaube ich. Ich weiß nicht, es ist schon echt lange her. Da war ich noch ein Kiddo-Boy. Ich bin immer noch irgendwo ein Kiddo, wenn ich drüber nachdenke. Aber egal. Warum ist hier eigentlich gerade die Apokalypse, ey? Nur weil ich Jesus nicht gepriesen habe. Weißt du was, Jesus? Wenn du so sein möchtest, reiß dich mal zusammen, du Lümmel. Glaube ist auch so ein interessantes Thema, ja? Ich selbst bin nicht sonderlich gläubig, aber ich kenne einige Leute, die doch durchaus davon überzeugt sind, von der ganzen Sache mit der Religion und so, und sehr gläubig sind, und es ist immer sehr interessant, mit denen zu sprechen und deren Sichtweisen zu sehen. Auch wenn, ich könnte das natürlich direkt deklarieren als kompletter Schwachsinn oder so, wenn sie mir sowas erzählen wie, oh ja, Gott passt auf uns auf und so. Es ist interessant zu sehen, wie sehr sie davon überzeugt sind. Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch kein kompletter Schwachsinn. Wer weiß das schon. Aber ihr seid nicht hier, um über Religion zu sprechen. Ihr seid hier, um ein bisschen krasse GTA-Action zu sehen. Ich weiß. Komm, wir gehen mal hier hin. Fotografier das Gesicht jeder Zielperson, aber mach schnell und so nah wie möglich dran. Ja, okay, das kriegen wir hin. War das Signal einer sehr weisen Entscheidung, das zu tun? Ich trinke doch gerade, du Lümmel, hör auf! Oh, okay. Haufen Scheiße! Fucking Ryder. Little Bitch! Oh, guck dir den auf den Scheiß an. Ja, das zählt wohl nicht als Gesicht fotografieren, du Arschloch. Ist okay. Komm raus, mein Sonnenlicht. Fucking Ryder. This guy take himself real serious. Real serious. T-Bone Mendez. What now? Is that it? Oh, da kommt noch jemand. Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. It's more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. Das ist eine richtige Serious Organization. Oh, da ist noch jemand. Guck dir den auf den Scheiß an. Ah, I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminate. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. Respekt plus, Junge. Schön, danke, dass du mich hier einfach irgendwo am Arsch der Welt liegen lässt. Danke, Alter. Benutze die Kamera, um 2-4 Jahre zu erkunden. Wer weiß, was du dabei alles entdeckst. Hey, ja klar. Wie zum Beispiel das hier. Wow, eine verpixelte Ölflasche oder was auch immer. Wahrlich köstlich. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute von GTA San Andreas. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet demnächst auch wieder ein. Haut rein, Leute. Ciao.